Hey Leute, willkommen zurück zu Corpse Party. Wir sind noch im Gruselkeller unterwegs und suchen Naomi, die, ja, weg ist. Nein. Oh nein, die Spur hört hier auf. Hä? Shinohara, ikizutta jimen no ato ga nakunatteiru. Die Blutspur von Shinoharas Körper, sie hört hier auf. Doushite? Aber warum? Oh, nicht gut. Gar nicht gut. Wo sind sie denn? Was zum? Wo? Warum sind hier so viele Leichen? Warte, Kishinuma, bist du hier? Nein, bitte nicht, Kishinuma. Warum muss ich ganz allein hier sein? Nein, das kann nicht sein. Ist er vielleicht doch hier drin mit mir irgendwo? Hey! Katte nicht drauf. Denk nicht mal dran. Kolossen ab. Mich jetzt zu töten. Kishinuma! Kishinuma! Ja, bevor ich es überhaupt gemerkt habe, war ich in einem anderen Schacht. Ich bin fast im Pool gelandet. Das war ziemlich beschissen gewesen. Geht's dir gut, Shinozaki? Oh, ein Glück. Ja, nochmal eine Leiche. Kein Namensschild. Kein Namensschild. Oh, kacke, Leute. Eine Schülerin treibt im Wasser. Sayaka Ue. Noch eine Leiche. Kotomi Nashimoto. Und noch einer. Masayuki Hayashi. Und noch eine. Kyu Senda. Noch eine. Oh Gott. Tsutaya Asuma. Und Ryoto Kumakawa. Ach du Scheiße. Hinata Uin. Kaori Hasegawa. Itsuru Okami und Yuki Sakakibara. Marina Okada. Oh Gott, Leute, wie viele. Wahrscheinlich habe ich jetzt bald alle, hä? Zwei noch. Vier, fünf. Ja, sechs Stück. Sechs Stück habe ich noch nicht. Schuhe stehen hier am Pool. Als wäre jemand freiwillig in seinen Tod gegangen. Bah. Oh, guck mal da. Yosuke, Shinozaki mo. Yoshiki und Shinozaki. Machina. Oh. Yuka mo bujika. Und Yuka, gut euch zu sehen. Hi. Ah. Geht's euch beiden gut? Ihr seid ja komplett außer Atem. Naomi-ga, Naomi-ga, Shinohara no karada o motta bakemono o oikakete, inakunatta. Naomi ist dem Monster hinterher, das Shinoharas Körper geholt hat. Und sie wurde von uns getrennt. Nakashima wird vermisst? Yui-sensei made. Miss Yui auch. Oh mein Gott. Oh. Gehen erstmal zurück. Und aber ganz kurz hier schauen. Ist wahrscheinlich eine Sackgasse, hä? Naomi! Doko da! Naomi, wo bist du? Nakashima! Nakashima! Krangari na oi na. Oh, ganz schön dunkel hier.
Was ist denn los? Dosta. Asoko. Hito ga iru yo. Ja, hier ist jemand. Oh oh. Hä? Sie hat recht, da steht jemand. Ist das Naomi? Oh, kacke. Naomi! Naomi-ka! Naomi, bist das du? Onee-chan! Naomi? Nakashima-san! Nakashima! Oh, das ist nicht Naomi. Naomi-da! Danke! Shinpai saseru na ya! Auf jeden Fall hat sie was im Gesicht. Naomi, du bist es. Mann, wir haben uns wirklich Sorgen gemacht. Naomi? Naomi? Ah, was hat sie gemacht? Hat sie die... Wollte sie sie essen? Oha. Bist du da durchgeknallt? Ja. Das war ein Wrong End. Sehr schön. Also wir müssen wohl direkt nach Omi hinterher. Ach kacke, ich bin erst auf die Toilette und hab mit Yuka und... Ah, das hätte ich nicht tun dürfen. Ich wette, das hätte ich nicht tun dürfen. Oder versuche ich es jetzt nochmal so, warte. Wahrscheinlich sterben wir dann auch. Oh nein, das war echt eine halbe Stunde her. Aber andererseits, ich habe viel gequatscht, also es gab viel Text. Ich werde das dann einfach skippen. Und dann mal gucken, was passiert, wenn ich direkt hier hinterherlaufe. Ja, ja, komm. Hier lang. Was? What's the sensation? Wir sollen hier nicht hier lang. Ach man. Dann werden wir mal das da unten nehmen. Vielleicht kann ich mich ja jetzt auch einfach mal anders entscheiden. Was die vorherigen Entscheidungen angeht, meine ich. Wo sind wir denn jetzt eigentlich hingegangen? Wir haben Yuka gefunden. Ich habe noch die beiden... Nee, Sachiko's Tang. Ah. Um beim... Nein, warte, wir müssen zum Rektor hoch. Was mache ich denn? Huch. Wir müssen doch zum Direktor. Ganz vergessen, wie das war. Ja, ja. Ach ja, es ist schon ein bisschen fies, ne? Ich hätte wirklich Naomi hinterher. Aber ganz ehrlich, was sind die auch auf der Toilette und labern dann erstmal eine halbe Stunde rum? Das könnt ihr doch nicht bringen. Ihr wisst doch, also, ah, Yuka, hast du auch einen Jungen in deiner Klasse, den du magst? Aber dann gleichzeitig sagen, ja, ja. Aber gleichzeitig sagen, hey, wie wär's? Ja, ja. Dann aber sagen, hey, wie wär's, wenn wir uns mal ein bisschen hier jetzt beschäftigen? Ich meine, es ist ja nicht so, als würde er Naomi doch lieben. Dann halt doch nicht, ne? Dosa. Nee, lass uns gehen. Alright, let's go. Was? Okay, das geht. Oh, wie mies. Also es wäre komplett egal gewesen, wie wir uns entscheiden. Sie wäre sowieso runtergefallen, Miss Yui. Och nein. Oh, das ist ja traurig. Die arme Miss Yui. Ich habe gehofft, dass sie irgendwie überleben kann, wenn ich mich hier anders entscheide. Aber scheinbar ist sie echt schon zum Tode verurteilt, weil sie sieht ja schon eh so schlimm verwundet aus. Wir gehen mal zurück. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, da unten stinkt's gewaltig. Und ich glaube nicht, dass wir sonst wohin gehen können. Ich mag das wirklich nicht, aber wenn du bereit bist, durchzugehen, dann gehe ich auch mit. Oh, also können wir es gar nicht. Ja, wir können es gar nicht anders entscheiden. Okay. Ganz egal, was wir tun. Es wird genauso entschieden.
Aber gut zu wissen, dann muss ich das nicht ewig wiederholen und ausprobieren und hier und dort und jenes. So, warte, erstmal hier gucken. Da war nur der Keller. Ich glaube, alles, was wir machen sollten, haben wir gemacht. So, das Ding geht rechts, rechts, links, rechts, rechts war's, ne? Ja. Rechts, rechts, links, rechts, rechts. Right, right, left. Right, right. Ja, ja. Ich würde gern wissen, was mit ihm passiert. Das ist eigentlich voll gemein. Der wird bestimmt auch noch drauf gehen, wette ich mit euch, der Kameramann. Taguchi. Ist eigentlich schon ein armes Schwein. Der hat sich einfach nur hier bereit erklärt, mitzukommen. Der wollte wahrscheinlich gar nichts mit dem Ganzen zu tun haben, sondern ja, der Kameramann, der geht ja nie drauf. Falsch. Der geht immer als erstes drauf. Was meint ihr, wo die ganzen Found-Footage-Filme herkommen, die ganzen Horrorfilme. So. War das hier? Steht mich nicht falsch, ich könnte es jetzt auch rausschneiden hier alles, aber so viel Zeit habe ich nicht mehr. Das Video kommt bald, es muss bald hochgeladen werden und ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Zeit verplempert mit anderen Sachen, mit anderen Projekten. Deswegen, nehmt es mir nicht krumm, aber ich werde das schnell nachspielen, weil so 5 Minuten nachspielen, das nimmt gut und gerne eine Dreiviertelstunde Renderzeit, von daher. So. Das auch wieder, muss ich glaube ich die Kisten jetzt, genau. So, das war ganz außen. Zack, zack. Zack, zack. Ja. Dann hoch, links, in der Mitte runter, links ganz runter durch und dann links am Rand hoch. Ja. Gut, dass ich das noch wusste. Hätte ich gleich alles skippen können. Das hätten sie um einiges fieser machen können übrigens. Finde ich gut, dass es so minimal jetzt wurde nur. Hoch. Also noch 10-mal mehr von diesen komischen Rätseln da. Die habe ich ja alles schon gefunden. Finde ich ganz cool, dass Leichen weiterhin als entdeckt gelten. Ich glaube, ich kann einfach wieder rausgehen, oder? Ja. Ich glaube, das ist echt kein Platz für Yuka, ne? Nur mal so. Oh ja. Ah, jetzt kommt das wieder. Oh, das ist so widerlich. Okay, jetzt gehen wir einfach nur speichern. Guck mal, durch die ganze Quatscherei haben wir eine halbe Stunde gespart. Es ist auch wirklich viel Text, ne? Aber ich finde das schon voll okay. Also, erstmal links, ja. Wir sollen erstmal die anderen holen. Das war ja quasi der Clou vom Ganzen. Ich finde die Musik hier wieder übrigens richtig schön. Gut. Und jetzt gehen wir rüber und ich hoffe, das stimmt, das war doch auch die Ecke, wo dann später Ayumi nachkam und Naomi getötet hat. Oh komm, jetzt bitte lass sie nicht schon wieder tot sein. Naomi! Nagashima! Asoku! Da ist jemand. Oh nein. Nein, nicht schon wieder. Okay, na, ich weiß das jetzt auch nicht. Naomi?
Wow, es war schon wieder das Rock End. Was? Was zum Geier? Ich kann doch nichts anders machen. Dann steht da wieder, da ist irgendeine Macht, die nicht will, dass ich da lang gehe, oder? Ah. Wie gesagt, ich kann vorher auch nichts anders. Ich habe mich komplett anders entschieden eben. Also wenn jetzt wieder was kommt, nein, wir sollten nicht da lang gehen. Mir egal. Was ist da? Wir sollten nicht hier lang gehen. Ich will aber da lang gehen. Ach komm schon. Warum? Dann gehe ich erstmal nach oben weiter. Ich hoffe nicht, dass das trotzdem Naomi killt. Beziehungsweise sie einfach mal komplett wahnsinnig werden lässt. Ich weiß auch nicht, warum sie dann... Warum sie Seiko dann dabei hat und frisst oder so. Ich weiß ja auch nicht. Wir gehen erstmal hoch jetzt. Komm, pfeif drauf. Naomi. Verstehe dich, gre. Naomi, hoffentlich geht's dir gut. Okay. Seiko, wo bist du? Ich lass nicht zu, dass sie dir wehtun. Wenn ich jetzt so recht überlege, wahrscheinlich wäre sie auch nicht gestorben dann, oder? Ich werde dich beschützen. Also ich meine, ich hätte aufs Klo gehen können mit den beiden, aber... Ist jetzt ja auch egal. Oh. Das ist so creepy, hä? Störgeräusche im Fernsehen, es gibt nichts Gruseligeres. Oh, die Kleine wieder. Ayumi. Yuki, du bist hier. Heißt das, du hast noch immer die Kontrolle über deinen Willen? Ayumi, gib nicht auf. Hä? Was? Die Dunkelheit hat schon von dir Besitz ergriffen. Sie nimmt langsam, übernimmt langsam Kontrolle über dich. Es gibt noch Zeit, sie aufzuhalten, aber du musst dich beeilen. Sie ist hier. Sie ist im nächsten Raum. Ob du zurück in deine Welt kehren kannst, liegt ganz alleine an ihr. Geh, schnell! Warte, was ist mit Naomi? Wir können nicht ohne sie gehen. Sie kämpft gerade mit ihren eigenen Dämonen. Oh. Wenn sie überwinden kann, dann kann sie ihre eigene Dunkelheit widerstehen und kommt mit euch. Nee. Sachiko, jōka suru koto mo kanō de shō. Sono toki no tame no junbi o. Vielleicht könnt ihr sogar Sachiko besänftigen. Macht euch bereit. Anata gata ga. Macht euch bereit zu kämpfen. Nanda ka wakannei kedo. Kokomade kuriya nan datte yatte yaru yo. Ich verstehe immer noch was Gottverdammt nochmal hier vor sich geht. Aber ich bin zu weit gekommen, um jetzt umzukehren. Ich bleibe bis zum bitteren Ende. Wakatta. Ja, hairo. Wir verstehen. Kommt. Ihr anderen, lasst es uns tun. Sakauchi wa Sachiko no kokoro ni akusesu suru shudan ni mo narimasu. Denkt einfach daran. Der Weg hier herauszukommen, liegt an Sachiko. Ihr müsst einen Weg finden, um ihr Herz zu berühren. Ja, ich glaube, ich weiß schon wie. Erstmal die Zunge und dann vielleicht die Stoffkatze, die wir gefunden haben. Da ist eine verrottete Leiche, die von der Decke hängt. Es ist Yoshikazu.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr letzter Höriger. Ihr Sklave quasi. Großer Bruder, mein Kopf. Yuka. Oh, was kommt jetzt nur? Was ist das? Oh. これが、サチコか。Is that Sachiko? 来ないでって言ってるのに。近寄るな。見るな。Ich sagte euch, ihr sollt nicht näher kommen. Seht mich nicht an. Sachiko! Sachiko か! 聞いてくれ! 俺たちは! Sachiko, bitte hör zu, wir... 帰れ! Geht! 俺たちは、お前に危害を加えに来たんじゃない! Bitte, glaub mir, wir wollen dir nichts tun. Geile. Geht. Oder ich werde euch töten. Oh, die ist total zerschmettert. Das war der Rektor, der hat ja immer wieder den Kopf zum Matsch. Wir gelangen nicht zu ihr. Wir dringen nicht zu ihr durch. Oh, ist das widerlich. Die arme zermatschte Sachiko. Boku wa Taguchi Shogo. Kibiki-Kou-sensei no joshi de ari. Kameraman da. Mein Name ist Shugu Taguchi. Ich arbeite für Kukibiki als Kameramann und genereller oder allgemeiner Assistent. Ah, dieses Flackern. Sensei to hamurete shimatta ga. Boku wa sensei to no yakusoku dori. Ja, ich wurde von meinem Boss getrennt, aber ich werde genau das tun, was er gesagt hat. Nani ga attemo tori tsuzukeyou to omou. Saigo made kiroku shi tsuzukete. Ja, ich werde weiterfilmen bis zum bitteren Ende. Ich werde keine Minute verpassen. Kono shinjitsu wo boku no ikita akashi toshite nokosu. Oh, diese Aufzeichnungen werden als mein Beweis dienen. Nein, nicht! Was zum... Oh, es kommt von oben. Oha. Joshi-Toire ka? Dareka iru? Ist das das Mädchen-Badezimmer oder das Mädchen-Klosett? Wer wohnt da? Wer ist da drin? Ich muss außer Sicht bleiben. Ich werde es aber auf... Also, ich versuche es aufzuzeichnen, wenn es geht. Bitte tu das nicht. Oh, er war das. Nee, Quatsch. Naomi! Oh nein. Oh, mein Körper. Wir sind paralysiert. Ich kann mich nicht bewegen. Mina, da ist Obga. Oh Gott, geht's allen gut? Meine Ohren. Unser Bruder. Rette mich. Oh, lass Yuka. Oh! Ah! Was zum... Yuka, ich kann nicht mal meinen Körper drehen, um sie anzusehen. Ah, was tust du mir an? Ach du Scheiße. Ah, bitte hör auf. Yuka, was geschieht? Sachiko, hör auf! Sachiko, du Miststück, lass sie allein, lass sie in Ruhe. Machida, mach weiter, schnell. Weitermachen mit was? Ah. Beeilt euch. Okay. Oh nein. Naomi, bitte tu das nicht. Zwei Mädchen. Eine steht auf einem Eimer mit ihren Händen hinter ihrem Kopf. Und sie hat ein Seil um den Hals. Nein, Naomi, bitte! Wach auf! Naomi! Oh.
bitte nicht. Naomi, das ist nicht wahr. Das hast du nicht getan. Sie hat einfach den Eimer weggetreten. Mein Gott, sie ist ein Mörder. Deswegen hat er so Angst gehabt vor Naomi. Oh nein. Was zur Hölle habe ich da gerade gesehen? Oh? Sachiko, die gehört dir und sie war Teil eines Körpers, als sie dir genommen wurde. Öffne deine Augen, bitte. Ihr geht's doch gut. Erstmal nein, oder? Wir wollen erstmal das Wrong Ad sehen. Das Notebook? Ja, komm. Mama, du hast versprochen. Deine Mutter hat so sehr gelitten wie du. Die Dinge, die du tust, machen sie nicht glücklich. Black Cat Klischee? Nee. Die Mini-DVD? Ja, komm. Oh, die arme Yuka. Aber scheinbar wurde sie doch nicht gestochen. Oh nein. Was ist passiert? Ist da nicht was falsch? Und warum blutet er jetzt? Sag mir nicht, dass wir es nicht geschafft haben. Shinozaki? Ah, sie hat die Schere, großer Bruder, hinter dir! Hä? Oh! Ach du Scheiße. Was? Oh nein. Was machen die mit Yuka? Oh Leute, das ist so böse. Ja, das war ein Wrong End natürlich. Ah! Oh, wie übel. Erst die arme kleine Yuka und dann noch Shinozaki. Abgestochen. Mit der Schere. Ja, das war jetzt aber ein bisschen billig eigentlich. Also ich hätte gedacht, das passiert noch was anderes. Oh, noch ein Wrong End. Sehr schön. Alle werde ich wohl nicht mehr kriegen, hä? Ja, ich weiß nämlich schon, was man machen muss. Also ich weiß, welche Gegenstände man ihr geben muss. Aber, naja, sehen wir gleich. Ja. Gemein, dass Yuka noch abgestochen wird, so halb. Das muss doch nicht sein. Ah. Das ist doch scheiße, Mann. Mama, du hast versprochen. Ja, das hatten wir schon. Die Black Cat Plushie. Ja. Nein. Wer? Wo ist meine Mama? Wo bin ich? Oh, die arme Kleine. Die war eigentlich ganz lieb. Ich kann mich wieder bewegen. Heißt das, es funktioniert? Naomi! Ja! Sie ist normal! Mina! Satsuko no kirehashi o dasun da! Kommt schon, die andere! Nehmt eure Papierstücke raus! Okay! Hab's! Alles klar! Okay! Satsuko-san! Watashitachi no kimochi o! Satsuko! Hör unsere Bitte! Watashitachi! Kaeritai! Wir möchten nach Hause gehen! Omajinai to wa!
Das ist es, was die Charms wirklich sind. Sie repräsentieren die Bedauern anderer Menschen. Sie sind wie, wie ein Mikrokosmos der Seele, richtig? Du und deine Mutter haben viel Leid durchgemacht, aber alles, was wir wollen, ist, euch von eurem Leid zu erlösen. Was? Chant, okay. Sachiko, wir bitten dich. Sachiko, wir bitten dich. Sachiko-san, onegaishimasu. Sachiko, wir bitten dich. Sachiko-san, onegaishimasu. Sachiko, wir bitten dich. Sachiko-san, onegaishimasu. Wir bitten dich. Jetzt nicht mehr, oder? Makkara da. Alles ist dunkel. Haben wir es falsch gemacht? Nein. Minasan. Meine Freunde. Yuki. Oh Gott. Tenjin-Shogakkou-e. Ah, willkommen in der Heavenly Host. Wir haben es versaut. Ja, ich habe es einmal zu wenig gesagt. Ich dachte aber, Ayumi hätte es nochmal. Oh, wie gemein. Jetzt geht alles von vorne los. Das ist mies, aber ich habe wieder ein Wrong End. Das ist ganz gut. Ja, Peng. Wrong End. Versaut. Einfach versaut. Ah. Okay, damit haben wir schon 4 Sterne. Es ist schon... Aber das war auf jeden Fall richtig mit den Gegenständen. So. Machen wir das nochmal. Das dauert jetzt alles ein bisschen. Bam, 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 bam. Ja, am besten die Augen zumachen, Leute, weil es flackert jetzt andauernd. Das finde ich ganz schön anstrengend. Ah. Oh, das ist so übel. Sasuke! Ja. Nein. Wo meine Haare? So. Jetzt haben wir's. Okay, Chat. Einmal. Zweimal. Sachiko, wir bitten dich. Jetzt nicht mehr, oder? Ich hoffe, das war jetzt richtig, Leute. Einmal mehr, als wir Leute hier haben. Für Sachiko, einer mit. Oh, wir haben es geschafft. Minna, Yuka, Naomi, daijoubu ka? Hey, Leute, Yuka, Naomi, alles gut? Daijoubu. Chanto shiketsu suru kara. Watashi no ribbon de ii kana? Oh, alles gut, es ist nichts Ernstes. Ich benutze mein Band, um die Blutung zu stoppen. Ich hoffe, das reicht. Ayumi, onee-chan. Ayumi, danke. Yuka. Yuka. Bui. Wir haben es geschafft. Satoshi. Naomi, wuji de yokatta. Shinohara wa dou datta? Naomi, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Was ist mit Shinohara passiert? Atto de hanasu. Das sage ich dir später. Oh. Okay. Yuki. Minasan, ima desu. Tenjin-Shogakkou o hoi shiteiru Reijiba no geto ga hiraiteimasu. Jetzt ist eure Chance gekommen zu entkommen. Der Schleier zwischen dieser und eurer Welt ist so dünn, wie er nur werden kann. Das Tor ist geöffnet. Tojite shimau mai ni isoide kousha no soto ni dete. Ihr müsst euch beeilen und das Ritual ausführen, bevor es sich schließt. Geto ga tojite shimattara. Wenn das geschieht, wird der Nexus... Ja, wenn es sich mal geschlossen hat, wird der Nexus dorthin zurückkehren, zu dem, was er war. Und ihr habt keine Chance mehr zu entkommen. Was? Was geschieht denn dann mit euch allen?
Sachiko 以外成仏はできないようです。Ach, wie gemein. Es scheint, als würden wir jetzt Teil dieses Ortes sein. Sachiko war die einzige unter uns, die gerettet werden konnte. 今、ほんの少しの間だけ自由になっていますが、すぐに引き戻されて、またこの空間を形成することになるでしょう。Im Moment bin ich frei, aber das wird nicht halten. Bald schon werde ich diesen Ort verändern, wie ich es schon immer getan habe. Nein! Oh nein. Diese Schule hat schon wieder damit begonnen, eine neue Sachiko zu kreieren. Bitte. Bitte geht, verlasst das Gebäude, solange ihr könnt. Oh je. Oh nein! Komm schon, lass uns gehen! Wohin denn? Es gibt keinen echten Ausgang. Vielleicht der Übergang. Zwischen den Gebäuden. Oh nein, hier ist zu. Ja, und jetzt? Wir müssen aus dem Keller raus. Irgendwie. Und die Kerzen sind natürlich auch alle aus. Wie fies ist das denn? Ah, die ist aus. Hä? Irgendwo klingt eine Glocke. Es hört sich an wie eine Großvateruhr. Oh nein. Die Glocke läutet schon. Oh nein! Ach scheiße, wir hätten genauso rausgehen müssen, wie wir reingekommen sind. Oh, da liegt was. Ja, Mamoru, Techno. Techno, Techno, Techno. Das zweite Mal schon. Oh, komm schon. Oh, das wird knapp, oder? Ich weiß ja nicht, wie lange haben wir Zeit? 3. Oh, yeah. Komm, zieh durch, Jungs. Mädels. Zieh durch. Rechts, rechts. Links. Rechts, rechts. Okay, okay, und jetzt? Nee. 4. Oh nein. Ah, da. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Lauf schon. Jetzt rechts raus, oder? Der Walkway. Ah, 5. Komm schon. Hier. Wir können hier raus. Oh nein. Ich hoffe, das war's jetzt. Jetzt krieg ich einen Rappel, du. Wir haben's geschafft. Lasst uns alle über diesen Zaun klettern, dann sind wir zu Hause. Okay. Bitte funktionier. Haltet euch fest an Sachikos Papierteil. Lasst es nicht los. Wir haben es tatsächlich geschafft. Zumindest sind wir jetzt raus hier. Keine Ahnung. Oh, komm, wir haben es wirklich geschafft. Das gibt's ja gar nicht. Oi, oi. Wow. Sind wir? Ah, 帰ってきたんだ. Wir sind zu Hause. Unser Bruder. Yuka. Wir haben es wirklich geschafft. Yuki, danke. Ich danke dir so sehr. Ja, 5 von 9 ist doch ein guter Schnitt, oder? Und so? Ja. 5 haben es überlebt und sind in die echte Welt zurückgekehrt. In unsere Zeit. Wir waren so froh, zu Hause und am Leben zu sein.
Aber nicht lange und die Realität holte uns ein. Sensei mo, Shinohara mo, Morishige mo, Suzumoto mo. Missioi, Shinohara, Morishige und Suzumoto. Sie waren weg, nicht mehr bei uns. Ja, kiotsukete ne. Seid vorsichtig auf eurem Weg nach Hause, ja? Oh. Werden wir. Sayonara. Tschüss. Oh. Bis später. Minna. Onegai. Wartet, bevor ihr alle geht. Mhm. Hä? Ashita mo. Kao. Misete ne. Bleibt morgen bitte nicht zu Hause. Kommt in die Schule, ja? Ja. Okay. Shinjirarenai koto ga okori sugite, nemurenai to omotta ga. Ich dachte nicht, dass ich heute Nacht schlafen könnte nach den Dingen, die ich gesehen habe. Sono ban wa sore demo nemutta. Aber ich schlief wie ein Stein. Tsugi no hi. Am nächsten Morgen wachte ich schweren Herzens. Yui sensei tachi no inai gakko ni yuutsu na kimochi de toukou shita ore tachi wa shinsoku odoroku koto ni naru. Ja, dass wir alle die ganzen Leute verloren hatten. Aber das Schicksal hatte noch einen weiteren Schlag im Petto. Shinohara? Morishige? Dore da sore? Uchi no fukutan wa Matsudo-jan. Neboke sugi ja ne? Was? Tenkousen? Darf ihr noch? Dare ga kunno? Ein neuer Student? Ein neuer Schüler? Bekommen wir noch einen neuen Schüler? Hä? Hajime kara. Es war wie. Shinde shimatta minna ga. Hajime kara. Inakatta koto ni sareteita. Als hätten die vier Toten niemals existiert. Oh nein. Nein, das ist nicht richtig. Minna no kiyoku ni sae. Nokotte inai nante. Wie kann sich niemand an sie erinnern? Seiko tachi no ikitekita imamade tte. Nan datta no? Die Zeit, die wir mit den anderen verbracht haben, soll ich das einfach so akzeptieren, als hätten sie nie existiert? Yui sensei mo, Suzumoto-san mo, Morishige-kun mo, Shinohara-san mo. Ore tachi no kiyoku ni shika sonzai shinai tte no ka? Wollt ihr mir sagen, die existieren jetzt nur noch in unseren Erinnerungen? Kanashi sugiru ja nee ka yo! Das ist einfach nur unfair. Oh, das ist echt fies. Takusan no tamashi to hito no omoi o nomikonde. Die Schule verschlingt immer noch arme Seelen und es gibt eine neue Sachiko. Die überlebt haben, sind des Teils dunklen Fluchs. Und unter all denen leiden sie alle unvorstellbare Schmerzen, endlose Pein. An einem Ort, den sie jetzt ihr Zuhause nennen. Boah, ist das mies. Das ist das Ende, ja? Oh. Das ist ja gemein. Satoshi. Gomen ne, yubi deshite. Entschuldige, dass ich dich hergerufen habe, Satoshi. Ja, Isa. Kein Problem. Was denn? Was ist denn los? Satoshi ni mite hoshii mono ga aru nda. Hier ist etwas, von dem ich will, dass du es siehst. Kore. Hier. Oh. Hä? Kore ist das nicht? Shinohara no keitai ni nokotteta soushin mae no mail janai ka? Ja, es ist die ungesendete Textnachricht von Shinohara, die ich dir gezeigt habe. Ja. Ano ne. Ich muss dir was sagen. Ja, wahrscheinlich, dass sie... Nomiga. Also, du warst das? Ja. Seiko konnte sich nicht bewegen, aber anstelle sie zu retten, habe ich ihr die Schlinge um den Hals gelegt. Du erinnerst dich an gar nichts? Als ich die Szene gesehen habe, hat sich einfach mein Verstand abgeschaltet. Ich konnte nicht denken und ein schwarzer Nebel formte sich um mich herum. Ich bin einfach fortgetrieben worden.
Es war mir auch egal. Alles war mir egal. Ich hätte auch den Tod willkommen geheißen. Seiko, ich wünschte, ich könnte es rückgängig machen. Oh. Oh. Dondon karada ga makkuro ni natte. Kie o shinai kaketa toki ni ne. Die Dunkelheit kroch in jede Pore. Mein Körper war pechschwarz. Es wäre, als würde ich denn, würde ich das Bewusstsein verlieren und dann? Hä? Das Handy? Ein Text. Das ist die Textnachricht. Warum bekomme ich die jetzt erst? Das ist egal, ich will nicht mehr leben. No hard feelings, heißt so viel wie keine Ursache oder nimm's nicht so schwer. Das Leben ist zu schmerzhaft. Ich bin Seiko, ich bin sicher, Seiko ist gestorben und hat mich gehasst. Es gibt nichts, wofür ich noch leben kann. Selbe Nachricht. Seiko, willst du mir was sagen? Sie spammt mich zu, wahrscheinlich ist sie wütend. Die ganze Zeit, no text. No hard feelings. Wieso da ja? Nein, sie ist auf jeden Fall wütend auf mich. Wir hatten so einen großen... Wir haben uns so gezankt miteinander. Sie kann mir einfach nicht vergeben. Besonders nicht, nachdem was ich ihr angetan habe. Seiko, es gibt keine Entschuldigung für meine Taten. Du musst mich hassen, oder? Du hast mir irgendeine Art Fluch angehängt. Oh. Seiko. Und sie spammt weiter. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich liebe dich, Seiko. Ich liebe dich. Seiko, sie. Sie hat wirklich existiert. Sie hat die ganze Zeit mit uns verbracht, oder? Hat sie. Sie war real, Naomi. Monsieur und die anderen auch. Ich halte es nicht aus, wenn ich dann denke, dass ich sie nie wieder sehe. Nur noch einmal. Ich will nur noch einmal mit Seiko reden. Ich weiß. Oh nein, das ist so ein gemeines Ende, oder? Das ist echt nicht schön. Das kann doch kein Happy End sein. Aber wer sagt, dass es ein Happy End sein muss? True End. Ach, das war das True End. Ach ja. Das finde ich das Allerschlimmste, dass sie jetzt echt aus der Existenz gestrichen wurden, dass sich keiner mehr an sie erinnert, wenn die einmal den Fluch... Ja gut, vielleicht ist es für die Eltern auch besser, wenn die Kinder verschwinden. Ich meine, das ganze Leben lang grämen und fragen, wo die Kinder abgeblieben sind, ohne sie beerdigen zu können, ist vielleicht das Allerschlimmste. Oh, Book of Shadows, da geht's weiter. Ah, oh, wie gemein. Aber eine neue Seiko wurde kreiert? Ich meine, ne, ihr wisst schon, wie heißt die Kleine? Warum wurde eine neue kreiert? Ich meine, Sachiko, wir haben sie doch befreit. Der Fluch ist doch... Das ist doch Quatsch.
Die können... Sie ist doch weg. Die Seele ist doch frei. Wahrscheinlich ist es jetzt irgendeine der Seelen, die dort gefangen wurde. Der neue Fluchträger, aber das ist doch... Ist doch grausam. Da kommen jetzt immer wieder Leute hin. Also sind quasi jetzt nur die entkommen und jeder andere, der einfach diesen Sachiko-Charm ausführt, macht genau dasselbe durch. Naja. Leute, das war's mit Corps Party. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. War ein schönes Ding, wenn auch sehr grausam und gar nicht so schön im Ende, im Endeffekt. Also die Story war traurig, finde ich. Das ging auch nicht gut aus. Nun ja, trotzdem hoffe ich, ihr hattet Spaß. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Und ja, vielleicht kommt irgendwann mal wieder sowas. Ihr habt mir ein paar Spiele vorgeschlagen. Ich kann es aber nicht versprechen, weil generell mag ich diese RPG-Maker-Spiele nicht so gerne. Das ist vom Gameplay immer so ein bisschen eingeschränkt und ich muss so viel übersetzen. Alles klar. Danke euch. Und wir sehen uns zu einem anderen Projekt. Euer Bruga. Haut's rein. Tschö, tschö.